Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur nächsten Preview hier auf meinem Kanal MartinTV. Es schneit diesmal nicht so wie in Bremen und wir sehen die Partie Wolfsburg gegen Stuttgart. Stadion ist voll, Wolfsburger Emblem auch auf der Tribüne sichtbar und wir haben einen Spieler im Fokus. Es ist die Derby bei Stuttgart, 16 Einsätze, 2 Tore erst, aber das geht eindeutig besser. Da sehen wir ihn auch im Bild. Ob er heute mal wieder trifft, das sehen wir nach den 90 Minuten. Aber Chancen stehen auf jeden Fall gut, denn wie es aussieht, ist er auf dem Rasen von Anfang an. Und das ist schon mal die Aufstellung der Wolfsburger. Castils ist im Tor. Dafür Roussillon, Brooks, Udokai und Verhaag. Im Mittelfeld Gerhard, Camacho und Arnold. Und im Sturm Mali, Weghorst und Memedi. Relativ ausgeglichene Aufstellung der Heimmannschaft und mal sehen, wie Stuttgart hier starten wird. Die Gäste, da kommt sie. Zieler ist im Tor. Wer sonst? Davor Insua, Pavard, Bartstube und Maffeo. Im Mittelfeld Gentner und Castro. Im offensiven Mittelfeld Tommy und Didavi. Und im Sturm Gomez und Gonzales. Und da sehen wir schon, dass die Wolfsburger anstoßen werden. Sie spielen von links nach rechts in den grünen Trikots. Die Stuttgarter von rechts nach links natürlich dann am Anfang. Von dem roten Trikot kann man sie kaum übersehen. Und der Ball rollt. Wolfsburg spielt nach vorne und da ist schon mal Mali. Aber der Ball geht jetzt aus und Stuttgart hat ihn erstmal. Aber nicht lange, denn wir sind in der 27. Minute und da ist Camacho. Zieler das erste Mal. Zur Ecke, der Kapitän der Wolfsburger prüft das erste Mal hier den Torhüter der Stuttgarter. War auch relativ zentral geschossen, allerdings stand Zieler ein bisschen vor dem Tor. Somit, wenn es sich richtig gut gesenkt hätte, wäre er reingegangen. 34. Minute, es ist nicht viel los in der Partie, aber wir sehen trotzdem eine gelbe Karte für Weghorst, den Stürmer der Wolfsburger. Aber warum? Dafür. Ah, faul an Insua. Das ist gerechtfertigt. Die Stuttgart kommen mit Gomez, aber Castells kann klären. 41. Minute, der erste Torschuss der Stuttgarter in dieser Partie bisher. Aber wie gesagt, Castells kann zur Ecke klären und somit überhaupt keine Gefahr. Das kann Gomez besser. Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Wie gesagt, wir haben hier echt nichts zu sehen bisher. Und da kommt nochmal Wolfsburg. Ah, Zieler kommt gerade nochmal dran. Sonst wäre nämlich hinten Memedi gewesen. Die Frage wäre nur gewesen, wäre im Abseits gewesen. Das ist aber uninteressant, denn wir sehen und wir hören, es geht zur Pause. 0:0. Ein sehr, ja, durchschnittliches Spiel. Kein Superspiel. Beide Teams wollen ein bisschen, trauen sich aber noch nicht wirklich, den ersten Fehler zu machen. Oder trauen sich deswegen nicht. Und deswegen geht es hier mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeit. Die Statistiken sehen so aus, dass es auch relativ ausgeglichen ist. Stuttgart einen Tick besser, dafür hat Wolfsburg mehr Ballbesitz und so gleicht sich schon das ein bisschen aus. Die zweite Halbzeit läuft schon wieder und wir sehen, dass die Stuttgarter natürlich jetzt nach vorne spielen. Da ist schon mal Tommy, sie haben auch gewechselt. Gonzales bleibt drin in der Kabine, dafür ist Donis, also ein positionsgetreuer Wechsel. Und da ist schon mal, ja, Donis kommt nicht mehr dran, Verhaag bleibt hartnäckig und jetzt sehen wir den nächsten Wechsel. Gentner geht runter, dafür der kleine Argentinier, ich glaube Argentinier ist es, in der 53. Minute bei Stuttgart auf dem Platz, das heißt der zweite Wechsel schon und Weghorst ist bei Wolfsburg hier unterwegs. Weghorst, was macht er? Er setzt sich super durch, da ist Mali, 1:0, 56. Minute, Stuttgart legt schon wieder zurück und Wolfsburg führt hier. Aber auch das Tor gehört eindeutig mindestens zu 50% Weghorst. Wie er da nochmal in einen Spieler umkurvt hat, das müsste eigentlich Insua gewesen sein. Und dann steht natürlich Mali da perfekt und macht ihn mit dem Innenriss rein.
Zieler ohne Chance, zweites Saisontor für Mali und Wolfsburg führt 1-0. Erster Wechsel bei Wolfsburg. Mali geht runter, der Torschütze, und ein Tap kommt. Ein Positionsgetreuwechsel, aber nochmal was Frisches vorne. Und da sehen wir wieder Memedi. Was macht er? Memedi spielt auf, einen Tap flankt, aber das hätten sie besser lösen können. Arnold ist da nochmal, der hat einen super Schuss. Arnold, auch nix. Da ist nochmal Gerhard. Also sie bleiben trotzdem im Ballbesitz vorne, die Wolfsburger. Wir sind schon in der 65. Minute gleich. Und jetzt kann, glaube ich, Stuttgart es erstmal klären. Ja, so sieht's aus. Aber das macht nichts, denn in der 67. Minute kommt Wolfsburg schon wieder mit Memedi an die Latte. Schuss aus dem fast, ja doch, außerhalb, beziehungsweise gerade so 16er. Und dann, ey, Zieler hätte den niemals gehalten. Der Herr hat ihn gerade so an die Latte geguckt, kann man sagen. Aber, ja, wurde nichts raus. Donis hat hier auch mal wieder eine Torchance, die nimmt der Volley. Den Ball allerdings deutlich vorbei. Der hätte auch Zieler mal im Tor stehen können und wäre trotzdem nicht reingegangen. Und wir sehen den nächsten Wechsel bei den Wolfsburgern. Aber wir konnten jetzt gar nicht sehen, wer reinkam. Auf jeden Fall sehen wir hier nochmal eine Chance der Wolfsburger in der Nachspielzeit von Memedi. Geht allerdings nur ans Außennetz. Zieler wäre auch da gewesen und somit wäre es überhaupt keine Aktion gewesen. Das ist dann die letzte Chance, denke ich mal, in diesem Spiel. Denn wir sehen, die Nachspielzeit ist jetzt rum. Abgepfiffen. Wolfsburg gewinnt 1-0 hier zu Hause. Behält die drei Punkte hier schön in der Wölfen-Arena, kann man schon sagen. In Wolfsbau. Und ja, die Stuttgarter haben echt Probleme, denn schon wieder eine Niederlage. Die Davi konnte gar nichts machen. War er überhaupt auf dem Platz? Ja, anscheinend. Wurde nicht ausgewechselt, man hat aber nichts gesehen von ihm, von Tommy genauso wenig. Und das bedeutet natürlich, dass übers Mittelfeld bei den Stuttgartern gar nichts kam. Das kann auch der Grund gewesen sein für diese Niederlage. Mali in der 56. Minute zum 1-0. Und die Statistiken sehen so aus. Wir sehen hier die Stuttgarter eigentlich besser, aber die Wolfsburger haben es einfach gemacht, das Tor. Mehr Ballbesitz und die Wolfsburger sind jetzt erstmal Achter mit 23 Punkten und die Stuttgarter Zehnter mit 22 Punkten. Das heißt, die Wolfsburger haben die Stuttgarter überholt und haben somit mindestens einen Platz gewonnen an diesem Spieltag. Wenn es euch gefallen hat, diese Preview, die jetzt leider vorbei ist, dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Außerdem noch ein Kanalabo, wenn ihr neu seid. Die Glocke betätigen, dann verpasst ihr nichts mehr. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Preview wieder. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich. Und Tschüssikowski.